So, hier wäre. Ach du Scheiße. Ja, kein Wunder, dass hier keiner schlafen will. Das ist der Shelter. Ja, da schlafe ich lieber in meinem Zelt. Ich habe mir jetzt übrigens meinen Rucksack da vorne hingestellt, weil ich finde, dass das ein perfekter Platz ist. Ich sitze momentan noch im Schatten, das ist schon mal gut. Ich denke, dass da. Ja, es ist schön gerade. Ist ein bisschen Gras als Untergrund. Denkst du da oder so, hier, da könnte ich es gut aufbauen. Perfekt. So, hier ist mir jetzt hier bequem gemacht. Ich warte jetzt auf die anderen. Währenddessen, ich habe noch ein bisschen was zu essen. Das wird mein Mittagessen sozusagen. Habe ich hier einen Pfirsich. Und zwar habe ich den bekommen von einem Mann, der hier gerade vorbeigelaufen ist. Der hat gemeint, er braucht ihn nicht mehr. Und hat mir viel Glück bei Comemine gewünscht. Die begrüßen einen schon mal ganz herzlich, wenn man sagt, dass man das hier läuft. Und hier habe ich noch ein paar, weiß ich gar nicht, Kürbiskerne oder irgendwas. Und sogar noch Pistazien. Diese beiden Sachen, also Pistazien und die anderen Kerne, die habe ich noch von dem Händler, der mir die Schuhe gegeben hat. Das sind jetzt die letzten Überreste, die werde ich jetzt aufessen. Nee, Mandeln habe ich noch, aber die behalte ich für morgen. Und dann kommen wir ja eh in die Stadt und da kann ich dann mir neue Sachen kaufen. Perfekt! Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben unser Lager aufgeschlagen. Da sind die einen, also meine drei Begleiter. Und hinter mir seht ihr mein Zelt, genau. Ich lese jetzt gerade noch was. Die anderen füllen gerade ihr auf. Das ist irgendwo da ganz unten. Da habe ich ja vorhin auch schon mein Wasser geholt. Und dann wollen wir ein Feuer starten. Ganz vorsichtig hier in dieser Steinrahmung hier, weil es natürlich sehr trocken ist und man muss ein bisschen aufpassen. Aber das scheint hier ganz sicher zu sein. Sorry, also ich musste gerade so lachen. Die wollen zu dritt in diesem Zelt schlafen. Das sind drei andere. Zu dritt, das ist ein Zwei-Mann-Zelt und der bei mir dabei ist, der hat genau in diesem Zelt schon geschlafen und hat gemeint, und die waren zu zweit und es war schon eng. Und die haben da einen Schlafsack, einen Sommerschlafsack. Das wird die schlimmste Nacht für die. Schaut nicht so schön aus, das Wetter. Sehr schwarze Wolken, da ist der normale Himmel. Bald wird es regnen und wahrscheinlich die ganze Nacht. Ja, hallo, ich melde mich nochmal hier aus meinem Zelt. Wir haben jetzt 8 Uhr und wir werden uns jetzt zur Ruhe begeben. So um 10 oder so, ich werde jetzt noch was lesen. Wir werden die ganze Nacht lang Regen, wenn wir dem Wetterbericht trauen können. Hoffen mal, dass der Regen dann rechtzeitig wieder aufhört, um die Zelte abzubauen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann morgen. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich glaube, das war die widerlichste Nacht, die ich in meinem Zelt verbracht habe. Und ich habe echt schon ein paar verbracht. Aber schaut euch das mal an. Das Zelt ist komplett begraben hier. Wir hatten Sturm, wir hatten Gewitter, wir hatten Starkregen. Es war schon keine so schöne Nacht, muss ich sagen. Und das Allerschlimmste, na gar nicht die ganzen Sachen, die waren gar nicht schlimm. Aber der Nebel, der ist schlimm. Alles ist nass innen, also auch die Innenseite, weil alles halt kondensiert an dieser Innenseite. Nicht so toll. Und jetzt darf ich das alles zusammenräumen, während alles noch nass ist. Und dann darf ich es später am Tag nochmal aufbauen. Das wird ein Spaß. So, alles ist sehr notdürftig zusammengepackt in meinem Rucksack. Es ist gefühlt alles nass. Isomatte, Schlafsack, Zelt. Kommt wie gesagt von diesem ganzen Nebel hier. Heute schon wieder sehr viel, der wirklich alles nass gemacht hat. Auch am Innenzelt ist alles nass leider. Ich habe trotzdem eigentlich schon ganz gut geschlafen. Also ich selber bin nicht nass geworden. Nur der Schlafsack außen zum Beispiel. Es gab nur ein sehr krasses Gewitter. Auch direkt über uns. War schon ein bisschen, war schon krass. Sehr laut auf jeden Fall, trotz Europax, die ich drin hatte. Jetzt geht es erstmal weiter. Ich laufe jetzt erstmal ein wenig und im Laufe des Tages breite ich dann vielleicht mal mein Zelt aus. Oder am Abend, wir kommen ja heute in eine Stadt, in die einzige Stadt auf der ganzen Route. Und da haben wir auch so ein Hotelzimmer und da werden wir dann die Sachen trocknen. Genau, wir sehen uns. Das erste Mal seit langem, dass wir wieder hier auf eine
offene Fläche kommen. Oh, scheiße, Mist, ich bin gerade hier voll in den Matsch reingesappt. Ah, da muss man echt immer aufpassen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hier gerade auf eine offene Fläche raus. Hatten wir jetzt schon sehr lange nicht mehr. Kurze Pause bei 20 Kilometern. Ja, ich laufe jetzt hier gerade wieder auf so einem Forstweg, Schotterweg, wie auch immer man das nennen mag. Es gab jetzt zwei verschiedene Wege in die Stadt. Kotel heißt die Stadt. Einen über den Gipfel und einen über das Tal. Ratet, welchen ich gewählt habe. Ich habe natürlich den über das Tal gewählt. Also erstens, ich habe von Höhenmetern genug. Und zweitens, es bringt einem eh nichts, wenn man hier auf dem Gipfel langläuft und man sieht gar nichts. Wir laufen eh nur durch den Wald. Also warum sollte ich mir da die Mühe machen und die ganzen Höhenmeter jetzt auch noch hochschrubben? Der Weg hier ist wirklich super angenehm zu laufen. Ja, ich lasse mir jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit, weil gestern und vorgestern war ich so schnell. Jetzt mache ich einfach ein bisschen längere Pause. Und dann kommen wir in die Stadt in 7 Kilometern. Genau, ich freue mich auf jeden Fall schon. Seit 2 Wochen habe ich keinen Supermarkt mehr gesehen oder Stadt allgemein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich. Ich laufe übrigens die ganze Zeit an so einem Flussbett entlang. Der Fluss, der ist ein bisschen ausgetrocknet. Ich denke, das Wasser kommt von gestern, vom Regen vor allem. Und ich denke, der Fluss, der fließt bis in die Stadt, bis nach Kotel. Schaut mal, das sind sogar so eine Art Gumpen hier unten, sehr interessant. Das ist immer noch der gleiche Bachlauf wie vorhin. Der kommt hier so entlang. Und hier sind jetzt so gumpartige Gebilde. Ich überlege sogar echt, ob ich da mal reinspringen soll. Wäre schon ganz cool irgendwie. Okay, ich glaube, ich werde jetzt da tatsächlich mal reingehen. Ich habe genug Zeit, wieso nicht? So, dann gehe ich mal rein, würde ich sagen. Ich glaube, es wird kalt. Puh, ja. Es wird auf jeden Fall kalt. Das ist ganz schön tief. Oh. Arschkalt und sautief. Mega geil. Mega geil. Tut aber irgendwie auch ganz gut mal wieder. War schon lange nicht mehr im Wasser, nur unter der Dusche bisher, die letzten 2 Wochen. Okay, hier wieder raus. Das reicht schon. Aua, volles Bier angehauen. Und sehr rutschig hier. Aber hat auch ganz gut getan, muss man sagen. Hat ganz gut getan. So, nach dem erfrischenden Bad in dieser Gumpe bin ich jetzt am Kuddel. Hier ist gleich ein Sportplatz. Also ich bin gerade am Ortseingang. Also keine Angst, die Stadt wird auf jeden Fall größer. Das ist wirklich was, was ich Kleinstadt nennen würde. Ich werde euch auf jeden Fall noch ein paar Eindrücke zeigen.